In dieser Nacht schwor ich, das Monster zu finden, das dieses Kind getötet hatte. Ratchet. Im Zug. Hast du mich gesehen? Wie? Oh, Daisy. Gute Nacht, Adelantana. Danke dir. Sie war wach? Dann wurde sie wieder ohnmächtig. Ich übernehme die Verantwortung. Sie war schwächer, als ich dachte. Oh. Bleiben Sie ruhig liegen, während ich Sie untersuche. Pupillen geweitet. Mir geht's gut. Ihnen geht es alles andere als gut. Sie sind stark sediert worden. Ihr Puls ist sehr schwach. Ich muss meine Geschichte beenden. Ratchet darf nicht wieder entkommen. Darf nicht entkommen. Keine Sorge, Mademoiselle. Ratchet kann nicht mehr entkommen. Wir müssen ihrer Geschichte hören. Diese Frau braucht Ruhe. Ich lasse sie wissen, wenn sie sich genug erholt hat, um weiterzumachen. Aber ich warne sie. Es wird einige Zeit dauern. Ich verstehe, Doktor. Ich danke Ihnen. Ich habe meine vorläufige Untersuchung des Verstorbenen abgeschlossen. Ich denke, das wird Sie interessieren. Das wird es in der Tat. Und ich habe noch weitere Zeugen zu befragen. Sie haben recht, wir sollten diese arme Frau nicht in Gefahr bringen. Wenn sie sich erholt hat, wird sie genug Zeit haben, um ihre Geschichte zu beenden. Nun, berichten Sie mir die Ergebnisse Ihrer Untersuchung. Zu dem Fall? Ich dachte, das ist ein paralleler, ein unbekannter Fall. Oder war es eine Nebengeschichte, die nicht weiter ausgearbeitet wurde bezüglich des Charakters? Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, den Hauptfall, ne, den Mord im Orient Express, der ist entfernt, weil ich es früher gesehen habe, aber eben halt in der jüngsten Vergangenheit nicht, ist das bekannt. Wobei aber die Entwickler gesagt haben, dass sie trotzdem irgendwie was twistmäßig drin haben. Ich finde die Musik hier im Hintergrund chillig. Ich habe das Alter nicht geguckt. 18 ist auf alle Fälle nicht. Sie ist Polizeiermittlerin. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Konnten Sie den Zeitpunkt des Todes herausfinden? Die Leichenstarre war fortgeschritten, aber nicht vollständig. Ich schätze, dass der Tod zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens eingetreten ist. Das stimmt mit den Zeugenaussagen überein, die ich bisher gesammelt habe. Wie lautet die Todesursache? Mehrere Stichwunden im oberen Torso. Seltsamerweise gibt es keine Anzeichen für einen Kampf. Das könnte darauf hinweisen, dass bereits eine der ersten Wunden tödlich war. Es scheint, als hätte Monsieur Ratchet in der Nacht Schlaftabletten genommen. Ah, das würde das Fehlen von Anzeichen eines Kampfes erklären. Monsieur McQueen und Mastermann haben mir gesagt, dass Monsieur Ratchet nicht raucht. Können Sie dies bestätigen? Das kann ich ohne eine ausführlichere Autopsie nicht sagen. Was können Sie mir über die Stichwunden erzählen? Ich habe insgesamt 12 gezählt. 1 oder 2 sind so leicht, dass sie praktisch Kratzer sind. Andererseits sind mindestens 3 davon so schwer, dass sie für den Tod verantwortlich sein könnten. Der Winkel der Wunden ist aufschlussreich. Die meisten scheinen durch einen Rechtshänder erfolgt zu sein. Aber sehen Sie sich diese hier an. Unter der rechten Achselhöhle. Es ist keine tödliche Wunde, wenn man die Tiefe bedenkt. Aber sie stammt unmöglich von einem Rechtshänder. Hier kam mit ziemlicher Sicherheit die linke Hand zum Einsatz. Unser Mörder ist also Linkshänder. Nein, es ist schwieriger als das, nicht wahr? Ganz genau, Monsieur Poirot. Einige dieser anderen Stichwunden
sind ebenso offensichtlich rechtshändig. Tja. Haben wir einen ersten und zweiten Mörder, wie der große Shakespeare es ausdrücken würde? Der erste Mörder ersticht sein Opfer und verlässt den Raum nach links, wobei er das Licht ausschaltet. Dann taucht ein zweiter Mörder in der Dunkelheit auf, sieht nicht, dass jemand ihm oder ihr zuvorgekommen ist und ersticht eine Leiche? Wunderbar. Glauben Sie das wirklich? Das freut mich. Für mich klingt das alles nach Unsinn. Vielen Dank, Doktor. Ausgezeichnete Arbeit unter schwierigen Umständen. Bitte lassen Sie mich wissen, wann ich wieder mit Mademoiselle Locke sprechen kann. Natürlich. Zwei Mörder oder wollte die Prinzessin nochmal werden? Warum? Es geht doch um den eigentlichen Toten. Wie findet man am besten heraus, wer unter den Passagieren E-Zigarette raucht? Frage die Passagiere, ob sie den Geschmack von Bananen mögen. Frage die Passagiere, ob sie rauchen. Biete den Passagieren eine Zigarette an. Wir hatten, glaube ich, leere Dings. Wir hatten eine leere Bananen-Dings gehabt. Ansonsten Zigarette anbieten und dann sagen sie, nein, ich rauche E-Zigarette. Ich mach das mal mit den Bananen, weil ich mich erinnere, dass wir eine leere Bananenmischung für den Dampfer hatten. Diejenigen, die ich befragt habe, könnten mich anlügen. Ich muss mir der Antwort sicher sein. Wir bieten eine Zigarette an. Selbst ein Raucher könnte dies unschuldigerweise ablehnen. Ja, ablehnen, ja. Aber ob sie rauchen, da kann er auch sagen, nee, ich rauche gar nicht. Ui, das ist sicherlich ein guter Anfang. Wie findet man am besten heraus, wer unter den Passagieren immer noch E-Zigarette raucht? Erinnere dich an ein Gespräch über E-Zigaretten oder Zigaretten? Bitte in... Ein Gespräch über E-Zigaretten, Zigaretten? Ja. Ich erinnere mich an keine Gespräche über das Rauchen. Das Thema ist für mich uninteressant. Ja, ich persönlich habe einige Passagiere rauchen sehen. Ich muss mich nur erinnern, welche es waren. Der Sekretär, der Schaffner haben auf alle Fälle geraucht. Eine Frau hatte noch geraucht. Hier, die Dings, die an der Bar saß. Wie finde, okay, frag jemand, der viel Raucher bei E-Zigaretten Raucher kennt, durchsucht die Kopf aller Passagiere, warte auf die nächste Haltestelle, um den Bahnsteig zu beobachten. No, das ist bestenfalls ein schwacher Anhaltspunkt. Ich habe noch wichtigere Verhöre zu führen. Ja, das, ach hier, komm. Ich würde natürlich das hier machen. Weil wir sind ja offizieller Ermittler. Das ist falsch. Ja, man würde mir wahrscheinlich die Namen der Raucher geben. Et voilà. Wie geht es Mademoiselle Locke, Doktor? Ihre Vitalwerte verbessern sich, aber sie ist immer noch bewusstlos. Ich verstehe. Danke, dass Sie sich um sie kümmern. In welcher Verbindung steht Mademoiselle Locke zu Ratchet? Fotos von Daisys Kuscheltier im Ratchets Mülleimer. Achso. Nein, so. Mademoiselle Locke arbeitet für die Polizei. In zwielichtige Geschäfte verwickelt. So. Und hat sich vor Ratchet versteckt, weil nachspioniert. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Ja, aber auch nochmal. Wer raucht? Oh,
verdammt. Rauchen Sie? Um Gottes Willen, nein. So eine üble Angewohnheit. Dann raucht sie nicht, wa? Fantastique. Er raucht. Gute Arbeit. Das habe ich mir gemerkt. Oh, bei ihm bin ich mir unsicher. Rauchen Sie? Ja, Sir. Ich rauche ab und zu eine Zigarette, um mich zu entspannen. Habe ich früher auch gemacht. Mein Gott, war ich entspannt. Ui. Rauchen Sie! Gute Nacht, Susi, schlaf gut. Bis dahin. Er raucht auch. Rauchen Sie? Ja, Zigaretten sind mein Laster. Ich habe versucht, damit aufzuhören, aber ohne Erfolg. Einfach aufhören. Einfach aufhören. Richtig. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Jetzt über 7 Jahre. Über 7 Jahre. Ich kenne da an der Stelle alle Seiten. Ich sage aber auch dazu, dass ich kein militanter Nichtraucher bin. Das bringt ja sowieso nichts. Kann ich nicht speichern? Doch, jetzt. So, da. Wir sind schon Kapitel 4. Okay. Okay. So. Was machen wir jetzt? Wir müssen rausfinden, wer E-Zigarette raucht. Die Messerstiche ist noch ein Mysterium. Und die Befragung fortführen. Ja, dann gehen wir mal gucken. Wir sind ja gerade im ersten Waggon. Ja, die waren dann die Ersatzdroge. Nein, also ich habe... Oh, wann habe ich angefangen? 18. Nee, mit 19. Bei der Bundeswehr habe ich angefangen. Was ist das hier? Captain Arbuthnot, bitte entschuldigen Sie, aber könnten Sie mir ein paar Fragen beantworten? Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mein Ticket gefunden haben, Poirot, aber der Zeitpunkt ist ungünstig. Mit so viel Widerstand hatte ich nicht gerechnet. Er kuschelt gerade. Deswegen ist er ungünstig. Er kuschelt gerade mit der anderen Dame. Sollte die jetzt nicht da sein, dann kuschelt er gerade. Unser Zimmer? Oh, Befragung abgeschlossen, okay. Hey, Premium. Okay, die sind alle woanders. Vielleicht auf Klo? Nee, kein auf Klo. Die meisten Passagiere kommen tagsüber an der Bar vorbei. Tagsüber? Sie essen, trinken, schreiben. Vielleicht kann ich diese Informationen für meine Ermittlungen nutzen. Wie kann ich am besten herausfinden, ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist? Bitte Monsieur Frocher, wie auch immer, die Hände der Fahrgäste zu beobachten. Frage die Passagiere direkt, ob sie Rechts- oder Linkshänder sind. Fragen. Denk nach, Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Na klar kann es die Antwort sein. Fantastique. Was ist das Problem zu fragen? Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Warum fragen Sie? Weil, damit ich mit der richtigen Hand Ihre Hand schüttel. Wie kann ich bitte jeden etwas in der Hand zu halten, bitte jeden etwas zu schreiben, bitte alle zu zeigen, mit welcher Hand sie schreiben. Ja. No, nicht gut. Na dann, in der Hand halten. Diese Antwort mag zwar falsch sein, aber ich bin nie weit von der Wahrheit entfernt. Nee, da. Ui. Das ist Mr. Faucher, ich oder was? Hä? Wie kann ich am besten... immer noch. Bitte Monsieur Michel zu notieren, wer Linkshänder ist.
Erinnere dich an ein Gespräch mit Monsieur Bouc über die Hände der Passagiere. Ich sollte versuchen, mich daran zu erinnern, ob die Person, die ich bereits beobachtet habe, ihre rechte oder linke Hand. Na ja, klar. Adäquat. Et voilà. Die ist Rechtshänder. Rechtshänder. Eindeutig. Warum Rechtshänder? Die Tasse. Griff rechts. Mademoiselle Debenhem, ich habe ein paar Fragen. Was, Debenhem? Natürlich. Letzte Nacht. Beginnen wir damit, wie Sie Ihren gestrigen Abend verbracht haben. Da gibt es wenig zu erzählen. Ich bin ins Bett gegangen und habe geschlafen. Kannten Sie den Ermordeten? Ich habe ihn gestern beim Mittagessen zum ersten Mal gesehen. Ist Ihnen etwas an ihm aufgefallen? Nun, wenn ich viel auf Ausstrahlung geben würde, würde ich sagen, er wirkte dunkel. Okay. Würden Sie bitte Ihre Adresse auf dieses Stück Papier schreiben? Natürlich. Welche Hand ist Ihre Dominante? Die linke, eindeutig die linke. Ui, das ist es. Mademoiselle Debenhem ist Rechtshänderin. Okay. Erinnern Sie sich, wann Mademoiselle Hudson bei Madame Hubert Aspirin geholt hat? Ich hatte zufällig auf die Uhr gesehen. Sie verließ unser Zimmer kurz nach 22.30 Uhr. War sie eine längere Zeit weg? Vielleicht 5 Minuten. Das bestätigt, was Madame Hubert mir erzählt hat. Rauchen Sie zufälligerweise? Nein, noch nie. Besitzen Sie ein scharlachrotes Nachthemd? Nein, das ist nicht meins. Wem gehört es dann? Keine Ahnung. Worauf wollen Sie hinaus? Sie haben nicht gesagt, nein, sowas habe ich nicht. Sie haben gesagt, das ist nicht meins. Das bedeutet, dass Sie wissen, wem es gehört. Habe ich recht? Oh, ich verstehe. Nein. Ich bin heute Morgen gegen 5 Uhr mit dem Gefühl aufgewacht, dass der Zug schon länger steht. Ich öffnete die Tür und sah jemanden in einem scharlachroten Kimono am Ende des Korridors. Sie hatte mir den Rücken zugewandt. Es war unmöglich zu sehen, wer es war. Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mademoiselle. War aber seltsam gerade eben. Ach, Mademoiselle, es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Sind Sie ein Detektiv? In der Tat. Wir haben Glück, dass Sie im Zug sind. Was wollen Sie wissen? Letzte Nacht will ich wissen. Mademoiselle, ich habe gehört, dass Sie die letzte Person waren, die den Ermordeten lebend gesehen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Ich habe die Tür seines Abteils versehentlich geöffnet. Ich war sehr beschämt. Es war ein äußerst peinlicher Fehler. Haben Sie ihn tatsächlich gesehen? Ja, er hat ein Buch gelesen. Was haben Sie dann getan, Mademoiselle? Ich ging in das Abteil der amerikanischen Dame, Mrs. Hubbard. Ich bat sie um eine Aspirin, die sie mir auch gab. Ich habe normalerweise immer Aspirin für die Flüchtlinge dabei. Aber ich habe es an ein Camp in der Türkei abgetreten. Sie brauchten es dringender als ich. Das ist die richtige Antwort. Ist ja auch ein neuerer. Da muss man ja auch ein bisschen auf sein Äußeres achten. Hat Madame Hubert Sie gefragt, ob die Verbindungstür zwischen Ihrem Abteil und dem von Monsieur Ratchet verriegelt war? Ja. Und? War sie verriegelt? Ja. Was haben Sie dann getan? Danach ging ich zurück in mein Abteil, nahm das Aspirin und legte mich hin. Das war gegen 22.50 Uhr. On point. Ist noch jemand in Ihrem Abteil? Ja, eine junge englische Dame. Sehr nett, sehr liebenswürdig. Hat sie nach der Abfahrt in Winkowski das Abteil verlassen? Nein, da bin ich mir sicher. Warum sind Sie sich da so sicher, wenn Sie doch geschlafen haben? Ich habe einen sehr leichten Schlaf. Ich bin es gewohnt, bei jedem noch so kleinen Geräusch aufzuwachen.
Ich bin sicher, dass ich aufgewacht wäre, wenn sie vom oberen Bett aufgestanden wäre. Haben Sie selbst das Abteil danach verlassen? Nicht vor heute Morgen. Haben Sie einen scharlachroten Seidenkimono, Mademoiselle Olson? Nein. Ich habe einen guten, bequemen Morgenmantel von Jäger. Mademoiselle, rauchen Sie? Nein. Ich kann den Geruch von Tabak nicht leiden. Wären Sie so freundlich, mir Ihre Adresse aufzuschreiben? Natürlich. Tja. Mademoiselle Olson ist also Rechtshänderin. Deswegen mussten wir links klicken. Das war ein sehr interessantes Gespräch, Mademoiselle. Ich danke Ihnen. Wenn Sie weitere Fragen haben, ich bin in meinem Abteil. Viel Glück, Monsieur Poirot. Müsste aber mal aufgeräumt werden. Muss zurück. Ach komm ja, Frau Schmidt. Ich werde Sie stattdessen beobachten. Warum kann ich nicht mit ihr reden? Das ist Frau Schmidt. Oh shit. Ich werde wachsam sein. Alles Rechtshänder. Sind alles Rechtshänder. Ein Widerspruch, was haben wir denn hier? Wähle zwei Elemente aus, die die Widersprüche in den Aussagen von Mademoiselle Debenham und Mademoiselle Olsen aufzeigen. Ach so, wegen der verschlossenen Tür. Ja. Sie kann nicht durchgeschlafen haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite um 5 Uhr das gesehen haben. Hätte hören müssen, wie Mademoiselle Debenham um 5 Uhr das Zimmer verließ. Seltsam, diese Geschichte. Wenn Mademoiselle Olson einen so leichten Schlaf hat, warum hat sie mir dann nicht erzählt, dass Mademoiselle Debenham aufgestanden ist? Sie legte sogar Wert darauf, mir das Gegenteil zu sagen. Das war einfach. Okay. Können wir noch konfrontieren? Links oder Rechtshänder? Dominante Hände. Schauen wir mal. Ja, ich würde mal sagen, das ist Rechtshänder. Gute Arbeit. Rechtshänder? Richtig. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Alles Rechtshänder. Das ist die richtige Antwort. Das ist Monsieur Faucher. Monsieur Fouché. Ach, Fouché. Darf ich Sie kurz stören? Selbstverständlich. Was kann ich für Sie tun? Nicht Faucher. Apropos. Es geht natürlich um den Mord an Monsieur Ratchet. Können Sie mir sagen, was Sie gestern Nacht gemacht haben? Ich verstehe. Gestern Abend habe ich mit Odaro eine Pause am Bahnhof Winkovci gemacht. Wir sind dann zu unserem Quartier in den Personalunterkünften gegangen, einem Teil des Gepäckwagens. Freya war dort und hat gelesen. Ich bin gleich danach ins Bett gegangen. Freya ist jetzt dort, glaube ich, und Otaru ist in der Küche. Okay, Sie können meine Aussage bestätigen. Um wie viel Uhr war das? 23:30 oder kurz danach. Es begann heftig zu schneien. Ich verstehe. Merci. Könnten Sie mir bitte Ihre Adresse auf diesem Stück Papier notieren? Möchten Sie mir einen Besuch abstatten? Wer weiß, Monsieur Fouché. Auch Rechtshänder. Er ist Rechtshänder. Daran besteht kein Zweifel. Rauchen Sie? Ich versuche aufzuhören, aber ja. Ich rauche jetzt nur noch eine Schachtel Zigaretten pro Woche. Wenn Sie auf der Suche nach einem Kettenraucher sind, sollten Sie mit Otaru sprechen. Eine Schachtel. Merci, Monsieur Fouché. Ich werde auf Sie zurückkommen, wenn ich weitere Fragen habe.
So, auch du. Nun, mon ami, ich hoffe, Sie kommen mit Ihren Ermittlungen voran? Ich bin noch nicht fertig, aber es geht voran, oui. Ich habe noch viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Ich werde Ihnen Bericht erstatten, sobald ich kann. Nun, mon ami. Ich... Oh, dem geht's nicht gut. Dem geht's nicht gut. Magenverstimmung? Falschen Fisch findet hier. Ah, Monsieur Mori. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ich habe einige Fragen an Sie. Sehe ich so aus, als könnte ich Fragen beantworten? Der ganze Raum dreht sich. Mein Kopf explodiert gleich. Oh, haben Sie letzte Nacht gefeiert? Feiern? Wenn Freya-san immer gewinnt? Was sage ich da? Wenn Sie möchten, dass meine Antworten auf Ihre Fragen einen Sinn ergeben, helfen Sie mir, mich zu erholen. Sehen Sie den Magneten am Kühlschrank? Das ist mein besonderes Rezept. Ich nenne es mein Überlebenselixier für den Tag danach. Wenn Sie mir mein spezielles Elixier machen könnten, überlebe ich vielleicht lang genug, um Ihre Fragen zu beantworten. Joe kennt das Rezept sehr gut. Er kann Ihnen bei der Zubereitung helfen. Nun gut, Monsieur Mori, wenn es sein muss, muss es wohl sein. Ich werde Ihnen Ihr Überlebenselixier für den Tag danach zubereiten. Ich liege schon wieder richtig. Aber er kann doch sich nicht richtig erinnern. Der ist auch nicht so richtig klar bei Sinnen. Aber das mache ich erst beim nächsten Mal. Ich habe ja gesagt, ein bisschen groggy von dem letzten Dingsbums. Deshalb, liebes YouTube hier, ist Feierabend für heute. Ne? Machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Firefox.